Hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest. Schön, dass du wieder reinlohnst. Ich habe mich beim letzten Mal kurz in die Höhle gerettet, weil ich nämlich dahin schon wieder Besucher hatte. Ich bin gespannt, ob die jetzt noch da sind. Ich glaube, ich habe gerade von beiden einen gesehen. Ja, die laufen dahin noch. Okay, die werden schon kommen, oder? So, wir sind noch dabei, ein bisschen das Häuschen weiterzubauen, Leute. Tag. Gemütlich. Achso, ich hatte übrigens, glaube ich, noch Fleisch. Hier, da ist schon wieder so ein Rottenarm. Kann man den eigentlich auch mal irgendwie zerstören oder so? Das wäre toll. Das wäre sogar richtig toll. Ich will diesen blöden Arm näher. Ja, die lauern halt, ne? Werden sicherlich gleich alle wieder hochkommen. Aber solange Virgi noch nicht schießt, müssten wir eigentlich noch ein bisschen Ruhe haben. Das ist der Richtige hier, ja, ne? Mal, hier ist übrigens noch so einer. Okay, das klingt echt überhaupt nie gesund. Guck mal, da ist schon der erste, der lunzt, weil der kommt gleich. So, okay, das habe ich, Leute. Guck mal, jetzt ist die Waffe schon, ist die Waffe jetzt schon wieder weg? Okay, das scheint irgendwelche Gründe zu haben. Ich verstehe. Ich muss ihr die immer wieder geben. Und es lag jetzt anscheinend daran, es gab jetzt wieder so wie so ein Reset, als ich in die Höhle gegangen bin. Und daran liegt das höchstwahrscheinlich auch mit dem. Mit der Waffe, ne? Dass die dann immer wieder weg ist. So wie ich das verstehe. Okay, Alter, ich will mir noch mal kurz die Baumstämme holen. Ich muss echt sagen, ich bin ein riesen Fan von der Soundkulisse. Das ist so geil. Da haben sie echt richtig Flamme gegeben nochmal. Und ich habe mir auch drüber Gedanken gemacht. Ich würde mich auch extrem freuen darüber, wenn es wieder so richtige, also Wandergruppen gibt es ja wieder, aber ich meine, dass du auch mal von Weitem siehst, wie so durch den Wald rennen und so in den Gruppen. Oh, guck mal, der Kelvin wurde schon wieder umgekloppt. Alter. Okay, was ist jetzt passiert? War das Kelvin von alleine? Warum kann ich dich eigentlich nie beugen oder mitnehmen? Was ist, warum ist der so besonders? Der rot angemalte. Also der ist ja schon besonders. Klar. Aber ich kann den auf jeden Fall nicht wie die anderen einfach mal zum Feuer mitnehmen und mir aus dem Knochen machen. Das geht bei dem irgendwie nie. Was mich mal interessieren würde, wenn ich jetzt. Was macht denn der dahin eigentlich? Ist der schon verletzt oder pustet der? Wenn ich jetzt Kelvin mal dazu beauftrage, zu sagen,
Das habe ich ja auch noch gar nicht gemacht. Aua. Okay. Hund. Alter, du bist doch ein mieses Schwein. Oh, guck mal. Okay. Kannibalen City. Okay, ich habe kurz gedacht, dass der die Leiche jetzt mitnimmt. Da hat wieder jeder Schuss gesessen, muss man sagen. Fantastisch. Krass, er. Ich kann mir echt noch so einiges beobachten, Leute. Also genau das Richtige für mich. Und ich habe ja Kelvin dazu beauftragt, alles in 5 Metern zu beseitigen. Ach so. Ach so. Ich dachte, du machst die Feinde weg. Jetzt hat er das Gebüsch weggehauen, oder was? Warte mal. Wir übertreiben es nochmal mit 20 Meter. Hackt er dann die ganzen Bäume weg, oder? Es geht ab. Achtung. Ja, der macht wirklich die ganzen. Ich habe gedacht, beseitige. Ich dachte, der macht die Gegner weg. Okay, gut. Dann haben wir halt morgen wieder ein paar Bäume, würde ich sagen. Ist okay. Okay, das ist ja witzig. Okay. Gut, das habe ich mir ehrlich gesagt einfach anders vorgestellt. Ist aber auch nicht schlimm. Ihr. Das ist doch schon wieder Rotten hier, oder? Nee, das ist nie Rotten. Sieht aber verdammt rottig aus. Okay, nimm das einfach. Try it, ja. Okay, ja. So, ich guck mal kurz nach der Hasenfalle. Hatte ich die nie hier? Ja, hier ist er doch. Aber die ist auch nie. Warte doch, da ist jetzt mal eins drin. Endlich. Alter Schwede, ey. Wie die Tiere hier. Was ist eigentlich aus der Fischfalle? Ist die jetzt auch eingefroren? Guck mal, das. Hört ihr das? Dann nehmen wir normal. Guck mal, es taut auch so langsam, Leute. Ich wette mit euch, wenn ich morgen früh aufstehe, ist Frühling. Dann ist der Schnee weg. Was macht denn Kelvin? Wirklich witzig. So. Und so kann ich natürlich auch dafür sorgen, dass der die Baumstümpfe wegmacht, ne? Ja, so langsam komme ich dahinter. Aber er scheint nicht so ein Kämpfer in dem Sinne zu sein, ne? Außer ich hätte jetzt, wenn ich irgendwann noch meine Waffe finde, dann sollte ich das natürlich nochmal ausprobieren, ne? Okay, cool. Okay, die 20 Meter sind noch nicht vorbei. Er läuft immer noch dahin durch den Wald. So, jetzt muss ich aber aufpassen. Hier waren auf jeden Fall noch ein paar Leute, ne? Das waren ja nie alle, die hier geschaut haben. Hinten ist wieder einer. Okay, jetzt kommen sie wieder, die Jungs. Hört sie? Oh, nö, 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 nö. Haus finde ich gar nicht geil. Oh, shit, bei dem muss ich aufpassen, ne?
Alter, ich würde nur gerne mal ein paar Meter von dir weg. Bei dir muss man ganz dringend aufpassen, Leute. Jetzt wollte ich gerade selber schießen. Alter, ich habe null Chance, den mal. Doch, jetzt habe ich ihn mal erwischt. Okay. Das ist einfach nur fair, Alter. Lederbeutel her, weiter geht's. Mal, da ist sie wieder. Die mir hier die Stämme wegziehen will. Okay, dann müssen wir aber ordentlich reparieren, ne? Alleine der Dicke, der ist schon bitterbös. So, Alter. Gib mir her deine Lederbeutel. So, da hätten wir noch eine Dame. So. Okay. Also, nur noch mal kurz zum Test. Ja, die Waffe geht immer wieder weg. Okay. Natürlich doof. Schießt halt einmal damit und dann war's das. Okay, dann werde ich das wahrscheinlich nie immer machen. Beziehungsweise ich werde es halt ständig auch vergessen wieder. Sagen wir es mal so. Okay, es liegt noch Schnee. Das wundert mich. So, das mal noch raus. Danke. So. So, dann müssen wir mal was trinken. Und ich habe doch noch mal was aufgefüllt hier, ne? Genau. So reicht das ja. So, die ist noch angezogen. Und jetzt ist die Waffe wieder weg. Okay, also. Ja, gut. Das war mal ganz witzig. Auf jeden Fall. Muss ich sagen. Aber auf Dauer ist das noch nichts. Muss ich zugeben. Es liegt mir. Ah ja, weil die jetzt hier drauf rumgeklöppelt haben. Ne? Jetzt muss ich hier halt reparieren, Freunde. Gib mir mal das Repariergerät. So, noch mehr? Ich wünschte mir wirklich wieder ein Zeichen zurück, Leute. Damit ich erkennen kann, ich meine, wenn du dann so eine Riesenhütte hast, da noch den Überblick zu behalten. Was hier ganz ist und was näher. Schwierig. Guck mal am besten von oben. Ich meine, gut, hier habe ich das jetzt schon gesehen. Ah, okay. Man kann das auch von oben machen. Okay, dann wäre es natürlich schon besser. Muss ich sagen. Das ist natürlich schon cooler dann. Okay, ich verstehe. Gut, so wird natürlich auch ein Schuh draus, ne? So, schaffen wir noch ein paar Bäume. Locker, würde ich sagen. Ist es Feuer? Okay. So, hier hatte ich ja ein paar Stämme. War es das schon? Hatte ich nie mehr hier hingeschmissen? Stimmt, nee, die eine hat mir wieder so einen Stamm weggezogen, ne? Die hat ihren Auftrag wieder erfüllt. Diesmal weiß ich nämlich wirklich nicht, wo der hin ist. Guck nochmal hier drunter. So weit wird die den noch nie geschleppt haben, oder? Finden die Leute, er ist weg. Vielleicht hat es doch geschafft, den ins Dorf zu schieben. So, hier müsste aber noch mehr sein. Fantastisch. Ganz gemütlich, Leute. Heute noch das Völkchen. Mit dem Beesbau. Und mal, hier kannst du schon mal. Und dann
Gehen wir mal ein bisschen schaufeln. Kleine Frage, ist dieser eine Punkt jetzt wieder da? Nee, der ist jetzt weg. Okay, das könnte aber auch so ein Thema werden mit dem Ein- und Ausloggen, dass dieser GPS-Sender immer wieder da sein wird. Was ich mich halt frage, doch Virgi hat den Sender noch. Das sehe ich ja auch laufen. Und jetzt, wo die Baumstämme weg sind, haben wir doch ein relativ großes, gerades Areal, oder? Also da können wir doch noch so ein bisschen was reisen, würde ich sagen. Tu mir mal einen Gefallen. Leg da hin, gleich mal hin. Kriegst du den von da unten hin? Mach hier nochmal einen hin. Oh, hier haben wir nochmal einen Probleu, ne? Geil. Okay, sauber. Gib mir den wieder. So. Ach hier, guck mal, hier ist er. Da hat es den hingeschoben. Perfekt. Ja. Na gut, ich meine, ich kann es auch nie lassen, ne? Könnten jederzeit Münzen drin sein. Okay, ja. Dann. Mal. Einfach der Vollständigkeit halber. Was hier nochmal? Und dann kannst du ja von hier unten eigentlich. Kannst du hier auch nochmal drauf wämsen. Okay, eigentlich müssten wir jetzt hier rüber in den Wald, ne? Würde ich mal fast behaupten. Irgendwie mehr Sinn. Er wieder staubt, er. Achtung, Birgit, jetzt ist wieder so ein Moment, dass du mir in die Axt läufst. Siehst du schon wieder? Hier? Gleich treffe ich die wieder. Und ich weiß ja, dass die sterben können. Kevin und sie hier. Und das will ich wirklich ungern. Ja? Okay, das wird jetzt wahrscheinlich wieder die Stelle sein, wo. Ich glaube, sie will mir mit den Schädeln da hinten einfach nur die Höhle zeigen, oder die da ist. Ja, das ist wieder die Stelle. Hier. Ja, ich. Weiß nicht, ob da oben noch was ist. Können natürlich mal ganz kurz gucken. Aber hier ist ja eigentlich nur die Höhle. Okay, jetzt kommt sie um mit, wie eine Wahnsinnige. Ach, guck mal, da hinten sind aber die Piebel, ne? Okay, sorry, Virgi, das wird nichts mit uns beiden. Es wäre auch krass, wenn sie mir einfach alle wichtigen Orte zeigen würde. Wäre ein bisschen heftig. Es ist bestimmt ganz cool, wenn man noch mal woanders dann eine Base hinbauen sollte.
kann man das auch so ein bisschen nutzen. Und hier habe ich keinen hingelegt? Doch. Ach so. Okay. So, die habe ich ja weggelassen, ne? Egal, ich mache es jetzt hin. So, das hätten wir. Da noch einen hin. Dieser Sound, soll das die Höhle mir zeigen? Ich frage mich die ganze Zeit immer noch so ein bisschen, weil das ja auch in eine Tour geht. Ne? Es ist ja nicht nur, dass das mal so irgendwie ein Sound ist, der Ureinwohner, sondern es ist in Dauerschleife. Huch, hast du den jetzt gleich direkt? Nee, ich wollte schon sagen. Hingeknallt. Ganz am Anfang dachte ich noch, es soll mir so ein bisschen sick. Ja, das ist die Höhle. Es kommt ja auch aus der Richtung, ne? Ich dachte erst am Anfang noch, das soll mir signalisieren, dass jetzt gleich ein Angriff oder so startet. Ja. Zu viele Fußtritte. So, hier mal noch einen hin. Okay, ich glaube, ich mache das jetzt von oben. Sehe ich es besser. So, hier fehlt noch einer. Yes. Dann hier noch. Bums. Schnapp dir den noch mal. Zack, und dann brauchen wir offensichtlich nur noch eins. Und dann könnte ich eigentlich, wenn wir ehrlich sind, könnte ich noch eins vor, ne? Nimm den schon mal mit. Ein Dach wäre natürlich auch so langsam mal cool, ne? Erstmal mache ich hier dicht. Oh, nee. Nee. Nimm die nochmal weg. So wollte ich's. Perfekt. So, dann müsste das doch jetzt hier dicht sein, oder? Sehr schön. Und jetzt kann ich ja hier hingehen und sagen, wir machen das schon mal hier hin. Das gleiche dann da auch noch. Dann müsste ich mal gucken, wie das mit dem Dach und so jetzt ist. Ob ich gleich schon direkt zweistöckig bauen kann. Ich brauche bestimmt noch mal eine Ebene zwischendrin, ne? Würde ich mal vermuten. So, hier machen wir ja eh dicht, ne? Das heißt, hier kann noch eine ganz normale Wand hin. So, dich habe ich noch gesehen. Gucke ich jetzt hier, da ist auch noch eins. Ja, da liegen noch ein paar. Sehr schön. So. Jetzt wird er langsam, Leute. Ist jetzt wirklich nicht das schönste Haus auf diesem Planeten. Aber ich bin total zufrieden damit. Und bisher steht's. Ich muss jetzt mal so ein, zwei kleine Reparaturarbeiten machen. Aber die waren wirklich super minimal, ne? So, guck mal. Jetzt frage ich mich halt.
Oder dann eher da ein Fenster hin. Na, ich lasse es mal noch mit den Fenstern. So, okay, du. Und findest du jetzt noch einen auf die Schnelle? Nee, ne? Okay, dann klatsch den hier schon mal rüber. Achtung, Wirtschi. Hier läuft aber wirklich immer direkt in die Axt rein, ne? Ja, du. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Aber es müsste irgendwie, es müsste noch so eine Möglichkeit geben, dass. Aua, jetzt habe ich mich, glaube ich, selber damit getroffen. Ne? Ich mause. Geil, das ist in meiner Karriere aber auch noch nie passiert. Es müsste eine Variante geben, wie Virginia das checkt, so gesagt, dass ich das Lager schon mit ihr entdeckt habe und dass sie mir das jetzt nicht in Dauerschleife anzeigt. Vielleicht in dem Fall wie mit dem Dosenöffner, wenn ich den Dosenöffner im Inventar habe, dass das Spiel auch versteht, ich habe ihn jetzt. Weiß nicht wie, kenne ich mich nie aus, aber es wird bestimmt irgendwie möglich sein. Das wäre. Oh, guck mal, hier hast du übrigens noch ein Stück vergessen, sehe ich gerade. Oje. Konnten die mir denn das entgehen? So, wie rum hatten wir das jetzt? So, ne? Ja, das wäre auf jeden Fall toll. Das ist eine ganz kleine Sache. Weil die Idee im Allgemeinen finde ich schon cool, bis ich das auch gecheckt habe, ne? Ist auch sau spät erst bei mir gewesen. Du hast eigentlich, hast du noch irgendwo einen? Naja, egal. Einen halben. Aua! Ach so! Lol. Ich hab den halben in der Hand habe. Wie er wo auch die Baumstänge wegkickt, oder? Guck mal jetzt schon wieder. Hier ist immer noch was kaputt. Okay, direkt hier sogar auch. Jetzt wird es mir nicht mehr angezeigt. Okay, wo soll das sein? Es kann ja nur hier sein, oder? Sieht jemand was? Das ist echt die Nadel im Heuhaufen jetzt hier. Wie soll ich das erkennen? Also gerade hat es ja eigentlich ganz gut geklappt. Aber das sagt mir jetzt. Doch, jetzt kann ich es wieder. Okay, das habe ich anscheinend richtig repariert. Okay, cool. Ja, wird schon irgendwie. Irgendwie ergibt es sich ja doch am Ende. Ich mochte halt nur früher gerne dieses Zahnrad, dass du dann genau den Reparaturprozess auch gesehen hast. So, wie mache ich denn das jetzt? Ja, doch. Mach mal hier, dicht. Am besten. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ich würde sagen, zwei Stämme holen wir uns noch. Zack und zack. Und die dahin gezimmert. So, Leute. Trotzdem richtig Gänsehaut, ne, bei einem Sound. Wo ich eigentlich weiß, dass mir nie wirklich was passiert. Okay, da hinten kommt schon der erste Besucher wieder. Liebe Leute, ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir mal eine kleine Tour, um mal so eine Schaufelstelle zu finden.
Hauptsächlich würde ich diese GBS-Punkte nochmal abgehen, weil ich ja weiß, dass ich da die Schafe brauchte. Und für heute sage ich vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, Leute. Tschüss.